Der Weltrekord von Mario Odyssey 80% Speedrun ist von Tyrant 18 mit 56 Minuten und 55 Sekunden. Und diesen versuche ich heute zu schlagen. Problem ist jedoch, Tyrant 18 ist ungefähr 10 Level über mir. Sagen wir, wie es ist. Alleine würde ich es gar nicht schaffen, deswegen habe ich Hübi ins Boot geholt. Und wir probieren das im Multiplayer in Form eines Co-op-Speedruns. Das haben wir schon mal. Und obwohl wir uns damals echt viel Mühe gegeben haben und zu zweit waren, haben wir es dennoch nicht geschafft. Knapp 2 Minuten langsamer. Wie gesagt, Weltrekordrunner sind ein völlig anderes Level. Aber diesmal habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, einen Plan aufzustellen. Für jedes Königreich, das wichtig ist, wie wir uns aufsplitten, wer welche Monde sammelt und so weiter und so weiter. Und mit diesen Plänen wagen wir uns nochmal an den Versuch, den Weltrekord zu schlagen. Es gibt übrigens 2 Versionen dieses Videos hier. Schaut bei Hübi vorbei, er hat eine kompakte, geschnittene Version unseres Runs hochgeladen, wo man das Wichtigste sieht. Und dieses Video hier ist Uncut, wobei die Sicht schon zwischen Hübi und mir wechselt. Und ganz unten rechts seht ihr die Sicht des Weltrekords, damit ihr so ein bisschen vergleichen könnt. Viel Spaß! Go! Perfekt, diesmal hat es perfekt funktioniert. Wunderbar. Warum macht ihr keinen Squad-Scream? Aha, witzig, weil ich kein Partner bin, deswegen! Seit wann haben wir White Wicked? Das haben wir schon immer, ne? Es wurde doch in meinem Chat angezeigt, verrückt. Habt ihr schon einen Teamnamen? Nein. Ach, Jubilator hat geschrieben, guck mal auf Twitter, wenn du Zeit hast, aber jetzt ist ein bisschen... Ich wollte tatsächlich gucken, weil das ist so ein Mario Odyssey Trick Jumper und der hat wahrscheinlich einen ultra heftigen Tipp für uns. Aber jetzt haben wir keine Zeit. Tschüss. Jetzt sind wir schon mittendrin. Let's go. Mit Spin Pound. Ich hab Bro! Du hast mich geeatet! Ja? Ich dachte, ich wäre du. Ich dachte, du hast mich geeatet. Ich war auch erst voll verwirrt. Kein Problem. Kriegen wir hin. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Hübi, wann 345. Anfrage? Übermorgen. Bada. No, ich bin gebongt! Bro! Wo sind wir? Was ist passiert? Da bist du ganz oben. Ich hebe ab! So, rein in die Masse. Welches Paper Mario ist besser? Sticker Star oder Color Splash? Boah, das ist fies. Weil ich glaube, eigentlich würde ich sagen Color Splash. Aber Sticker Star ist für mich eine übelste Nostalgiebombe. Also, das ist so Nostalgie gegen, wie soll ich sagen? Gegen besseres Gameplay so. Aber was ist so dein Lieblings-Paper Mario? Sticker generell? Star. Echt jetzt? Ja. Also, aber die Frage nach dem Lieblingsspiel ist halt immer so, wie viel Nostalgie darf mit rein, so, ne? Okay. Also würdest du sagen, du bewertest nur noch Nostalgie? Also ja. Ja. Okay, schon. Krass. Ist aber dann schon ein bisschen verzerrt an die Wahrnehmung. Ja. Ich sag auch, dass Mario 64 mein Lieblingsspiel ist. Oh mein Gott, Odyssey ist faktisch besser. So, also. Ich habe es geschafft, diesen Brudel nicht perfekt zu machen. Ich auch. Das ist immer so, ne? Der erste Run ist immer so richtig gut und danach kommen die ganzen schlechten. Aber ich glaube, mit der Seed kriegen wir das trotzdem hin. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt rein faktisch die Paper Marios bewerten oder wenn ich jetzt für mich persönlich nach den besten Gameplay-Elementen gehe und so. Hm. Boah, ist das schwer. Boah. Origami King ist es nicht, weil ich hasse das Kampfsystem. Ich finde Origami King übertrieben geil, aber das Kampfsystem, ich werde nicht warm damit. Ich glaube. Soll ich den im Stein machen oder willst du? Du bist schneller, also machst du den im Stein. Okay. Ich glaube entweder Super Paper Mario PM3 oder Color Splash PM5. Kannst du zufällig den, also aus dem Wasser da hoch? Nee, ich port mich einfach zum Checkpoint, sobald du eingesammelt hast. Okay, alles klar. Hab eingesammelt. Okay. Ich glaube PM3 oder Color Splash. Also PM3 oder PM5. Würde ich sagen. Das Ding ist, ich verstehe, warum die Leute sagen Paper Mario 2 beste. Und ich find's auch geil. Schön. Aber ich habe die 100% in Paper Mario 2 haben mich gebrochen. Echt? Es hat einfach gar keinen Spaß. Nein, was in Paper Mario 2 läufst du 1000-mal den gleichen Weg. Also ich glaube, du läufst allein schon 6-mal vom Horrordorf zur Villa und von der Villa zurück zum Horrordorf. Ey, machst du den T-Rex oder soll ich? Ja, ich mach ihn. Okay, dann hole ich mir den Mond in der Wand.
Apple Music oder Spotify? MP3s, Bruder. MP3s. Okay, let's go. Was soll ich so lange machen? Soll ich, Münzen sammeln. Münzen sammeln. Aber es gibt nicht viele. Also, es gibt bei der Odyssey den Busch, da kommt ein großer Münzstapel raus. Mhm. Und ansonsten sind in den Büschen nur so einer Münzen, aber mehr nicht. Ich hol mir aber jetzt haben wir... Oh, da, oh, was mache ich? Oh, okay, alles gut. Okay. Please, please, danke. Ich habe mir jetzt den Stack geholt. Aber jetzt haben wir doch verdrehte Rollen. Aber wir müssen es irgendwie wieder hinkriegen, dass wir die Rollen von vorne hinbekommen. Ah, passt schon. Also das geht sich trotzdem okay. Auf in Wüstenkingdom. Genau, aber dann bist du jetzt noch einen Tick schneller als ich in der Wüste. Das heißt, du musst mehr Monde einsammeln. Aber das ist okay, weil ich habe eh die längere Route sozusagen. Also eigentlich passt das sogar besser. Und es ist gut, wenn ich auch zuerst zu Wüstenkingdom, weil ich sammle die Seed ein. Ich muss schnell zu Wüstenland. Stimmt, ja. Ja, true, true. Ja, Paper Mario 1 muss ich tatsächlich noch spielen. Aber da gibt es gerade ein richtig krasses HD-Texture-Pack, an dem gearbeitet wird. Auf das warte ich noch. Wobei das schon weitestgehend spielbar ist. Ey, eigentlich passt es gerade richtig gut, dass du den gemacht hast. Weil das ist okay. Sau wichtig wegen der Seed. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen verkackt. Deswegen hat sich das jetzt alles wieder ausgeglichen. Ja, wunderbar. Weil ich muss ja in den ersten 7 Minuten diese Seed einwerfen. Und ich reise jetzt schon zu Wüstenland. Let's go! Boah, ich glaube, ich bin sogar viel zu früh in Wüstenland. Aber es ist geil, ist geil. Ist halt mega stark für die Seed. Ja, aber ein Disconnect wäre schon ärgerlich, wenn man die sieht. Wird nicht passieren. Hoffe ich. Also, ich habe zum Glück nicht mehr das Scrap-Internet von damals. Nee, das war auf die Seed und die Seed, verstehst du? Ah, okay. Die Doppeldeutigkeit. Ja. War fast witzig. Ach komm schon, den hättest du mir gönnen können. Okay, Seed ist drin. Alter. Ich hol mir den Vogel. Cappy. Dieter, Seed, Arrivato. Seed, Bidipi, Dieter, Seed, Arrivato. Seed, Arrivato. Seed, Arrivato. Spricht Spanisch. Was, ja, was ist das für eine Sprache, Alter? So wie die Sims so. Oh, schade. Numero 5. Numero 1. Und nicht Numero 2. Ich fand das Lied geil. Ich hab's damals legit gepumpt. Ja, wirklich? Also es gibt ein paar Up-Red-Banger tatsächlich. Ich finde ja. Auch Everyday Saturday, die neuere Version, fand ich auch geil. Boah, die habe ich gar nicht im Kopf. Also ich fand Numero Uno echt gut. Also echt gut, also der Beat hat halt geknallt und sein Rap war okay, so. Mhm. Also der Rap hat jetzt den Song nicht versaut, so. Aber der Beat war halt übertrieben geil, dieser spanische Gitarrenbeat. Holy shit, was war das für ein Beat, Mann. Und ich glaube, Babawagen fand ich auch geil. Ja, ich mein, er hat Baba schon auf jeden Fall Ohrwürmer gemacht. Ja, also Babawagen ist zwar geklaut. Also von halt, Bobbywagen, halt von Dönerbund Ali, muss man an der Stelle wissen. aber es klingt halt trotzdem cool. Also selbst wenn man samplet, muss man es halt immer noch gut umsetzen. Also er hatte schon, und dann hat er noch irgend so ein Afro-Trap-Ding. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ja. Das war okay. Also ich habe es ja nicht mehrfach angehört, aber ich habe beim Hören jetzt nicht gecringed oder so. Ey, das Movement ist jetzt definitiv besser. Ich brauche nur noch 3. Ja, okay, bei mir läuft noch nicht so. Vielleicht mache ich doch den Clip. Aber ich mache keine Fehler. Ich überlege, ob ich vielleicht doch den Clip mache. Ja. Obwohl, nee, es läuft. Pass auf. Ich brauche noch 2 Monde. Noch 2. Okay. Okay, dann mache ich den in der Kiste und den hinten, oder? Ohne Clip? Pass auf, ich habe jetzt, warte, jetzt habe ich den. Okay, und jetzt hole ich noch einen. Okay. Okay, dann mache ich den Clip nicht. Okay. Dann hole ich den hinten oder holst du den hinten? Hol den hinten am besten. Okay. Dann kannst du schon zur Odyssey. Ja, ich muss selber noch einen holen. Nein, wir brauchen nur noch einen. Wirklich? Geh zur Odyssey. Achso, okay. Ich dachte, ich brauche noch den ganz oben rechts.
Aber klar, wir haben ja gesagt, ich hole die nur, wenn ich die Seed nicht geschafft habe. Aber ich habe die ja geschafft, also alles gut. Okay, und let's go! Okay. Ich gehe Wooded. Ja, stimmt, ich gehe Wooded. Ja. Das war, glaube ich, besser als beim letzten Mal. Ja, ja. Und Daniel, danke für die Bits. 9 Minuten 44 ist Weltrekord Sand raus. Und ich gehe schon 9 Minuten 10 ungefähr raus. Ich gehe auch früher raus. Wir sind schneller als vorhin. Ja. Jetzt sind wir trainiert. Ja. Meine Freundin hat dich letztens in DM kassiert. Wann war ich denn das letzte Mal in DM? Nein, sie hat dich kassiert, sie hat dich übers Kassenband gezogen. Ich habe kassiert von ihr. Sie hat mir ein paar Schellen gegeben. Du hast kassiert, ja. Oder seine Freundin hat von dir kassiert. Das kann auch sein. Vielleicht haben wir einfach gegenseitig kassiert. Von einer dritten Person. So richtig weit hergeholt. Du hast meine Freundin geschlagen, du Hund. Gut, dass ich Shop nicht mache. Ich habe eh viel zu wenig Geld. Oh, ich muss Shop machen. Oh, ich muss. Oh, boy. Du hast nicht genug, ich, ne? Doch, aber ich habe die Kiste. Also 50 habe ich auf jeden Fall. Okay. Doch, in Seeland gibt es noch ein paar. Ich habe 92, alles gut. Okay, alles gut. Hä, hey, da macht das ja komplett Sinn, dass der den Shop macht, der aus Seeland kommt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich habe das gar nicht bedacht, aber es macht ja komplett Sinn. Doch, natürlich hast du es bedacht. Ja, ja. Ich bin ja so ein Genius, habe ich vergessen, sorry. Ja, du bist so ein Genius, du hast es vergessen. Ich mache manchmal Pläne aus Versehen. Ich mache Pläne, ohne zu wissen, dass ich Pläne mache. Ich hasse diese Stelle. Oh, kannst du mal die BOTW-Mod in Minecraft ausprobieren? Das kann ich gerne mal machen. Ich habe gerade so viel Spaß an Minecraft, das ist gottlos. Ich habe den Minecraft-Trend halt so um 10 Jahre verschlafen, aber ich fühle es gerade voll. Hast du Minecraft nicht gespielt, als es damals aktuell war? Also ich meine, als es neu war. Ich hab's, in der Beta habe ich es gespielt. In der Beta habe ich es mit meiner Schulklasse gesuchtet. Mhm. Und dann quasi nie wieder bis jetzt so vor ein paar Monaten. Ja. Ich meine, klar, zwischendrin immer mal, aber nie jetzt so länger als eine Woche oder so. Minecraft kommt immer mal wieder zurück, habe ich das Gefühl. Es gibt immer so Phasen. Wie ein Frisbee. Ja, also jede 2 Jahre ist Minecraft einfach wieder da. Wie Sockers Boomerang. Boah, ich liebe mein Movement heute. Aber no arrogant, aber es sieht schon. Komm, Chat. Movement ist schon geil heute. Okay. It's not a face, Mom. So, was sammle ich als nächstes ein? 3. Nee, 1, 2, 3, 4, 5 muss ich noch einsammeln. So, ich habe jetzt den Triple Moon eingesammelt und dann düse ich los. Hier Risiko eingehen oder lieber nicht, Chat? Nee, scheiß drauf. Risiko, Bruder. Okay. Also, ich habe das hier geübt und ich falle jedes zweite Mal runter. Also dieser eine Triple Jump, wo man nicht den Blumenweg geht. Ah ja, da, nee. Der schwierige Moment. Der ist echt nervig. Vor allem, ich hab mich schon längst entschieden und den Blumenweg erschaffen und frag dann den Chat, yo, Risiko, Leute? Ich gebe euch das Gefühl, als hätte ich auch was zu sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist so, du musst einfach das Gefühl geben, die Wahl zu genau haben. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass es Demokratie ist. Ja, das ist wie wenn deine Freundin dich fragt, welchen Film wollen wir gucken? Du sagst dann irgendwie so, ja, Film A, und dann sagst du, ja, okay, so. Sie wollte halt auch Film A gucken. Aber und dann sagt sie, aber Gefühl, der ist gar nicht so gut, eigentlich, habe ich gehört. Genau. Und wenn du Film B sagst, sagt sie, nee, wir gucken Film A. So, dann so. Das heißt, wenn du ihre Entscheidung nimmst, so, dann hattest du halt das Gefühl, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und wenn du halt nicht ihrer Meinung bist, dann wird halt trotzdem, ja, dann nimmt sie halt, sagt sie, was los ist. Man muss nicht wirklich demokratisch sein, man muss nur Demokratie vorgaukeln. Richtig. Wie im echten Leben. The Illusion of Choice, richtig. So, auf zu Fuzziland.
Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-da. Ich hab Para-Para-Para. Let's go! Du bist einfach Rapper. Ich hab Para-Para-Para. Eigentlich ein geiler Mario Type-Song. Ja. Ach, diese Fuzzies können nicht mal. Okay, ich bin fertig. Kannst den in der Sammel du den, okay. Meinen letzten einen in der Sackgasse. Okay, aber in der Sackgasse ist nur einer. Ja, ich hab jetzt einen noch. Okay, dann perfekt. Geh ich zur Odyssey. Du bist nämlich näher dran. Dann gehe ich zur Sackgasse. Ich pop mich jetzt schon zur Odyssey. Ja, stimmt. Die Sackgasse ist halt genau neben mir. Ich stehe vor dem Globus. Ja, gleich habe ich's, oder? Und eingesammelt. Let's go. Auch zu. Alter, Bowser. Wir sind. Holy shit, sind wir fast. Wir sind ultra fast. Wir sind 2 Minuten schneller, jetzt schon. Hä? Wie? Hey, wir sind einfach krass. Das Movement hat sich gebessert. Bessere Koordination. Wir haben Wüstenland ein bisschen anders gemacht. Ah nein, stopp, ich habe gegen die falsche Zeit verglichen. Scheiße. Wir sind 1 Minute vorne. Aber trotzdem, 1:10. 1:10. Ja. Ich habe gegen meine Durchschnittszeit verglichen. Okay. Aber trotzdem, ein über 1 Minute. Ich bin glücklich. Aber wir sollten uns nicht zu früh freuen. Es gibt ja noch den Mecker. Ja, ich wollte gerade sagen, die Fehler von vorhin können wiederkommen. Oh, ich muss ja erst nach Lake. Hm. Gar keinen Bock auf Lake. Okay, warte mal, wenn ich so viel später in Lost bin als du, dann ja, wirst du wahrscheinlich die Brücke machen, wenn du wieder grün bist. Ja, ich mache auf jeden Fall die Brücke. Okay. Was habt ihr gegen meine Brille, Chat? Das ist halt wicked so. Ihr seid halt nicht wicked. 44, aber doch im BR, genau. Also ich glaube 44 oder 45 Minuten ist der Weltrekord im Koop. Ja. Dann wollen wir noch mal weiterreisen. Ach, nach New Donk City. Jetzt schon? Cool. Richtiger Clickbait, Alter. 2 Welten muss man noch machen, bevor man wirklich in New Donk City ist. Scheiß Spiel. Ist so. New Donk City. Läuft's gut bei Bowser? Ja, Mann, großartig. Ich. Nein, alles gut. Ich hab nur einmal. Es ist immer ich. Also man lässt ja den Hut noch so warten und holt den dann kurz vor Bowser mal zu sich. Genau. Und ich mach das immer einen Tick zu spät, dass er den dann direkt wieder fängt. Ah, okay. Aber es ist nur einmal passiert. Also keine Ahnung, 5 Sekunden oder 10. Einmal ist einmal zu viel. Okay. Wir wollen perfekt sein. Perfektion erwarte ich hier. Bitte nicht den Gürtel. Bitte nicht den Lemien. Пожалуйста, Papa. Okay, warte mal, jetzt brauche ich hier die Lost-Route. Da. Soll ich die blaue Route nehmen? Die hat nämlich mehr Monde. Nee, ich mach die grüne wie vorher. Ja, okay. Und notfalls, also wir sehen ja, wann du im Lost bist. Ich kann ja noch ein bisschen mehr einsammeln. Ja. Ich kann ja die Endmonde von deiner Route noch mitnehmen. Theoretisch. Okay. Was sind deine Endmonde? Der krass. Käfig und dann unter der Brücke, ja. Wie weit hinten? Ich bin nur, weil ich nochmal nach Lake musste. Ja. Okay, ich habe ihn jetzt besiegt. Ich finde das so geil, dass man immer hört, wie der andere die Monde einsammelt, obwohl man ganz woanders ist. Das fühlt sich so richtig nach Progress an. Ja, man macht nichts und hat Progress. Progress. Das Leben eines Firmenbosses, während die Mitarbeiter für ihn ackern. Du machst nichts und hast Progress. Wenn das Geld für dich arbeitet. Ja. Wenn das Dividendendepot mal wieder ausschüttet. So. Oh. Okay, pass auf. Dann nehme ich deine letzten beiden Monde mit. Okay, mach das. Dankeschön für den Sound. Ah, nee, warte mal. Dann machen wir es anders. Vielleicht kann ich. Ich bin jetzt gleich beim Butterfly.
Und dann bei diesem Drehteil. Rest kannst eigentlich du machen, wenn ich so überlege. Ja, ja, ja. Du, wenn du beim Drehteil bist, geh zurück. Okay. Ja, ich krieg noch zwei Monde. Alles klar. Okay. Auf zur Odyssey. Hast du gerade die Brücke gemacht? Nee, jetzt mal. Oh, hä? Mach ganz schön rein. Du hast doch irgendwie. Okay, alles klar. Du kannst jetzt schon rein. Ja, okay. Easy. Hä? Okay, ich hab nicht den unter der Brücke gemacht. Also, ich habe aber noch ein, zwei andere gesammelt. Also, ich habe einfach so nach Lust und Laune gesammelt. Ja, perfekt. Perfekt. Ich überlege gerade. Boah, scheiße, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich Shop machen kann. Wobei, ich bin ja vor dir, das heißt theoretisch. Na, mach du lieber. Oder? Nee. Oder wie? Nee, ich mach Mecha. Das ist, du ich machst, kann den. Du machst, ich kann mach den du Mecha, ja. Ja. Dann sammle ich hier ganz brav. Aber andererseits bin ich halt so weit vorne, ne? Das ist die Qual der Wahl. Weil aber ich hab nicht genug Geld für Shop, glaube ich. Ja, ich auch nicht. No! Dann mach ich, pass auf, ich mach den Mecker. Vertrau mir. Okay. Du machst den Rest. Okay. Aber du musst noch den Mond im Rathaus mitnehmen. Ja, mach ich. Ja. Ich sag's dir, wir müssen die geswitchten Rollen, das ist kacke. Ja, aber das ist okay. Ich kann auch meckern. Ich kann auch meckern. Ich kann auch meckern. So, warte mal, was muss ich sammeln? Den auf dem Stahlträger, den oben. Wie viele Monde muss ich sammeln? Ich glaube 3. Okay, ja, dann weiß ich welche. Okay, und rechts auf dem Stahlträger ist ja auch einer, ne? Also ja, genau. Genau, und oben auf dem Dach ist ja auch einer. Nicht ganz oben, sondern wenn du einmal Wiring benutzt. Ja, ich weiß welchen. Ja, Shop kann ich jetzt halt nicht machen, ne? Weil ich habe kein Cash. Passt, ich mache einfach Slots. Okay. Aber warte mal, was ist der dritte? Ach, der außen auf dem Stahlträger, ne? Ganz außen. Mhm. Okay, ja. Habe ich noch nie gesammelt in Nacht. So. Ich überlege, ich glaube, ich hole ihn mir in der Kiste, okay? Da ganz oben. Ja, damit du ja, jetzt nicht extra hier rein musst. Ja. Weil es ist echt ein bisschen Pain, so hier reingehen zu müssen. Was ist hier in der Tür drin? Ich will reingucken. Da ist nichts. Lol. Das ist einfach eine offene Tür, wo nichts ist. Oh shit. Oh nein! Okay, aber ich habe ja noch Zeit zum Glück. Okay. Hä, was machen die Röhren hier? Ja, die bringen dich einfach nur raus. Die bringen dich einfach nur raus. Das ist so schlechtes Design. Schlechtes Game Design. Das ist so, falls jemand sich da verliert in diesen zwischen den Gebäuden. Ja, ich habe das vorhin auch gesehen, als du oben warst, um den Mecker zu bekämpfen. Ja. So, ich bin bei Mecker. Let's go. Boah, habe ich den lang nicht mehr gemacht, Alter. Oh, das war okay, gut. Okay, ich habe jetzt drei Stück. Ah, die Türen sind nur im Multiplayer offen, ich verstehe. Hast du ihn in der ersten Instanz geschafft bei unserem letzten Run? Ja. Okay, krass. Okay. Also halt Two-Cycle, ne? Also halt Ding. Halt die gute Version. Okay, ich gebe mein Bestes. Okay, wo geht er hin? Boah, der ist richtig weit oben. Aber das ist eigentlich gut, wenn er oben ist, dann läuft er irgendwann runter. Und dann kannst du ihn einfach an einer auf die ganze Zeit auf eine Stelle schießen. Perfekt, war perfekt, Bro. Sehr geil. Angeblich kann man das auch beeinflussen, ich habe noch nie rausgefunden, wie. Ja. Besiegt! Let's fucking go! Geil. Sehr geil. Hast du die bei Nacht schon alle gesammelt? Ja, also ich habe 3 Monde gesammelt. Okay, das war wichtig. Und Triple Mond. Sehr geil. Ja, Bro, da mach du blau, oder? Oder ich willst du blau, grün machen? Nee, ich mach die ich vorhin hatte. Das war blau. Ich mach blau, ja. Das lief sehr gut, Freunde. RNG hat gegönnt. So, zack. Slots muss ich machen. Ich hab Prime vergessen. Oh, schön. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut, ich habe nur mit mir selber geredet. Ah, okay. Hast du den bei dem Stahlträger ganz am Anfang geholt?
Ja, habe ich. Okay. Also bist du jetzt gerade beim RC? Ja. Nice. Danke, Ninja. Ninja Fox, ich hab nachher eine Stelle, da macht Vic den Drachen. Da kann ich dann auch mal ganz entspannt die Nachricht lesen. Smelly, was geht? So, hier zum depressiven Sitzer. Der auf Chinesisch mit mir spricht. Ich liebe die Sonnenbrille. Danke, Bruder. Wicked an der Stelle. Ich glaube, nur deswegen sind wir krass, weil du auch endlich eine trägst. Endlich? Hast du vorhin auch schon eine getragen? Ja. Ah, oh, shit, Mann. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Alles gut. Oh, ich bin so dumm. Ich habe die Slots falsch gemacht. Schnell nochmal. Nach dem Herz kommen die, ne? Du, das weiß ich nicht. Okay, hab's geschafft. Alles gut. Bro, sammel ihn ein! Okay, jetzt schnell teleportieren. Und dann schnell auf die... Ich hab irgendwie das Gefühl, uns fehlt einer. Also, ich sammle jetzt noch zwei. Dann fehlt uns safe einer. Nee, also nicht von meiner Seite. Wir schauen mal. Eins. Ja, doch, die letzten vier mache ich. Okay. Ich bin jetzt oben. Wobei, theoretisch kannst du schon mal in das Gebäude gehen, wo richtig viele sind. Da, weil ich glaube, du bist schneller da. Ja, ich gehe jetzt da, wo die vielen Menschen laufen. Genau. Da bist du schneller als ich. Okay, bin jetzt drin. Okay, perfekt. Dann kannst du, nachdem du deine hast, zur Odyssey zurückgehen. Ja, auf zur Odyssey. Let's go. Ich finde es gut, dass wir nicht plump einfach so... Ich habe jetzt meine Monde gemacht, ich warte mal auf dich. Ja. Sondern dass wir trotzdem koordinieren, so, okay, ich habe gerade nichts zu tun, komm, ich sammle schon mal deine Monde ein. Das war übel Spaß. Und du kannst. Let's go! Ah. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich genug Geld... Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Geld ich habe. Ich habe auch nicht viel Geld. Ich habe 60 oder so. Ich habe vorhin noch ein bisschen Münzen gesammelt, aber ich habe mich von 20 auf 60 oder so hochgegrindet. Dann Snowdrum! Echt jetzt? Ja, wird schon. Aber kannst du nicht... Nein, mach doch mal deine Monde erst und vielleicht sammelst du beim Sammeln der anderen Monde noch genug. Wie viel Cash hast du, weißt du's? 61 hat der Chat geschrieben. Okay, pass auf, scheiß auf Snowdrum. Ja, aber 40 kriegst du hin. Einfach beim Sammeln der anderen Monde findest du doch safe noch Münzen. Ja, aber ich bin gleich schon beim Shop. Also, ich habe ja, mach's ihn am Schluss. Mach den Shop zum Schluss. Du kommst ja eben in der Mitte raus. Ja, stimmt. Hast recht, aber sammelt man da echt so viele Münzen? Ja, du kannst ja mal ein bisschen gucken, ob irgendwo was rumliegt oder so. Ja. Falls ich dann immer noch nicht genug habe, gehe ich einfach in den Raum mit den Minimonden. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, safer. Da kannst du beide, genau. Da kannst du dann beide Monde machen. Die Mondmedaillen und der oben. Ja. Versuche jetzt mal jede Münze mitzunehmen, die mir auf dem Weg liegen. Erstmal Captain Toad zusammenschlagen. Okay, wir sind tatsächlich 102 Sekunden schneller als beim ersten Mal. 102 Sekunden? Mhm. Wäre auch zu langweilig sagen, 1,40. Jo, wann treffen wir uns morgen? Ja, wir treffen uns so in 362.000 Sekunden. Wie alt ist dein Baby? 32 Monate. Okay, dann ist es kein Baby mehr, das ist ein kleines Kind. Ich hasse das, wenn Eltern das machen, ne? Ja, also mein Kind ist 32 Monate alt. Bro, was soll die Scheiße? Also jetzt mal vorbei. Sag halt einfach fast 3 Jahre. So ja? Wie ein normaler Mensch. Vielen Dank, Wicked Anna. Ich hab nachher ein bisschen Zeit, während Vic den Drache macht. Da kann ich dann entspannt alles durchlesen. Aber dankeschön. Oh, ich glaube, das wird nichts mit den Münzen. Aber schauen wir mal. Ich bin ja erst noch in der Lobby. Boah, ich das ist so ein frisch gebackene Mama-Ding. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. So. Jahre ist nicht cool genug. Ich weiß nicht, warum Mütter so werden. Also alle. Alle. Warum werden die so? Okay.
Jahre werden nach der Geburt aus dem Kalender gestrichen. Wir rechnen ab jetzt nicht mehr in diesen Jahren. Smile, dankeschön. Hey Im, was geht? Schön, dass du im Stream bist. Ja, ich glaube. Also entweder gehe ich auf Risk und mache Snowdram, liebe Freunde. Nein! Oder ich mache einfach den Raum mit dem. Ja, mit den Minimonden. Geht ja eigentlich auch relativ schnell. Der wird nix, das weiß ich jetzt schon. Das Problem ist nur, dass der Raum mit den Minimonden, das ist ein Story-Mond. Ah, ich verstehe. Das dauert dann wieder 1000 Jahre. Ja, aber wie, also, hä, also schaffst du Snowdrop so easy? Inzwischen geht's auf jeden Fall. Also, ich werde dann kurz switchen auf Joy-Cons und dann einfach up, down, vault, let's fucking go. Ja, gar kein Problem. Okay, ich hab jetzt Küste durch. Ach, krass. Ja, aber komm. Ich meine, jetzt dauert es auch ewig, bis ich geflogen bin. Also, das dauert noch. Okay. Ja, ich bin auch gleich durch. Aber ich habe leider echt nicht. Ja, nee, das macht eh keinen Sinn, Snowdrain zu machen, weil mir fehlen ja zwei. Ich kann mich ja jetzt nicht teleportieren und Snowdrain machen, weil da fehlt mir immer noch einer. Stimmt. Das heißt, ich muss zu diesem blöden Raum mit den Minimonden. Aber dann bin ich wieder früher in Lunchen, das passt eigentlich. Also, jetzt sind wir wieder so wie vorhin gesynkt. Ja. Oh, das geht. Ach krass, das macht voll den Unterschied, wenn man nicht in den Shop gehen kann. Ja. Du hast auch nicht 100 Münzen, ne? Doch, mittlerweile schon. Ja, theoretisch kannst du in den Shop schon mal gehen, oder? Es dauert aber noch. Weil ich will den Story-Mond nicht einsammeln, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ich glaube es. Ah, okay, dann mache ich beide hier. Ja, mach beide. Ich könnte jetzt loslaufen. Das würde zu lang dauern, mach ihn. Aber kannst du dich nicht teleportieren? Nein, ich habe ja den Checkpoint nicht. Ah ja, okay. Okay, pass auf, ich bin losgelaufen. Du kannst dich dann direkt teleportieren. Okay, ich hüpfe jetzt runter. Achso, warum? Ich sammle doch beide ein. Ja, aber nee, ich kaufe jetzt. Ich bin jetzt losgelaufen. Ich habe hab entschieden. Okay, alles klar. Dann kauf mal, weil es ist wirklich schneller. Es ist wirklich schneller, weil ich würde jetzt als nächstes den Story-Mode einsammeln. Das dauert wieder 30 Jahre. Ja, alles gut. Bin schon im Shop. Okay, perfekt. Dann porte ich mich schon. Ja, das ist schlauer. Dann porte ich mich zur Odyssey. Bist du jetzt schon? Kein Problem. Papa hat das Geld. Jetzt gekauft. Ja, doch, das ist viel besser. Weil jetzt hätte ich erst den Story-Mode eingesammelt, dann hätte ich mir die Cutscene noch angeguckt und so weiter und so fort. Okay, der wievielte Versuch ist das gerade? Der zweite. Ja. Aber die dicken Timesaves, wann kommen die? Bei den kleinen Hasen, Bowser bei Kingdom, Mecha? Komplett. Bowser. Das heißt, wir müssen eigentlich nur so schnell sein wie vorhin und dann einfach Bowser schaffen. Genau. Wir sind 109 Sekunden schneller und 73 Millisekunden. Nur damit du es weißt. Okay, danke, Digga. Das sind die Infos, die ich brauche, damit ich ein erfülltes Leben führen kann. Ja, also eigentlich kommst du eh schneller zum nächsten Land. Ich muss mir noch mal schöne Meer angucken. Der kürzeste Urlaub meines Lebens. Ah, ist ja schön hier. Ich verpiss mich wieder. Kürzester Urlaub meines Lebens. Wie schnell müsst ihr sein? Unter 56 Minuten 55. Was ist beim ersten Try falsch gelaufen? Wir haben einfach Bowser's Kingdom verkackt. Also wir haben die Blues verkackt. Und wir haben... Oh, Luncheon kommt jetzt. Das wird wieder Konzentrationsshit. Und den Mecha habe ich komplett verkackt, weil ich runtergefallen bin. Und dann dachte, dass ich alle besiegt habe in der Kuppel. Aber es gab noch einen, deswegen hätte ich gar nicht runterspringen müssen. Also ich habe ihn doppelt verkackt. Ach, du sammelst hier schon ein. Okay, nice. Bin schon am Start, bin jetzt beim Hasen. Nice, nice, nice. Ich messe mein Alter mit einem Zollstock.
Wait. Ich messe etwas anderes mit dem Zollstock. Bruder, bei dir geht noch ein Zollstock. Maßband, Bruder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich bin drüben. Woo! Let's go! Also ich sammle jetzt gleich den Mond ein. Ich weiß, ja, alles gut, Bruder. Sammle ihn ein, sammle ihn ein. Ja. Okay, jetzt habe ich zwar... Ja, passt, alles gut. Ich gehe jetzt in diese Tür rein. Ich gehe in die Tür rein und wieder raus. Ach, die Hotheads sind jetzt... Krass, die Hotheads sind da. Aber ja, ich musste nicht mal vorher in der Sub-Area sein. Ich liebe diese Gabelstelle, ne? Das ist so ja, satisfying. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ich so weiß exakt, entspannt. Was du meinst. So, du tust nichts und siehst aus, als ob du der Gott ja, wärst. Du schüttelst einfach nur so ein bisschen und achtest darauf, in welche Richtung du drückst. Aber das war's dann auch schon. Wie lange ist geplant? Noch mindestens 3 Minuten, Bro. Ja. Dann habe ich aber auch Termine. Ja, dann muss ich auch los. Sind ja wichtige Influencer, darf man nicht vergessen. Aftershow-Party nach Aftershow-Party ist es schlimm. Okay, wo bist du gerade? In der Stadt, ich werfe gleich die Rübe rein. Okay, ja. Ach, da bist du ja. Okay, dann mache ich den Story-Mode. Okay. Weil ich bin schon beim Cooper. Wir haben uns beide gegenseitig gebounced. Bro, was machst du am 15. Juli? Am 15. Juli? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist da Dokumi oder so. Du könntest... Oh, stimmt, das sind nämlich Messen. Nee, ich schmeiß da eine fette Party für 1000 Leute. For real? Ja. Oh, ich bin dumm! Was passiert, Bro? Ich bin runter zu den Salzhaufen gehüpft. Aber ich muss da gar nicht hin. Das war mal wieder... Aber ich kann das saven. Alles gut. Sammel du... Geh du zum... Ach, ich weiß gar nicht, was du jetzt sammelst. Soll ich den Triple Mond gönnen? Ich mach alles. Okay. Ich mach mal deine Route und ich sag dir, ob ich's noch saven kann. Okay, nee, warte. Mach die beiden wie letztes. Ich mach Triple Moon. Alles klar. Ich konnte noch aufholen. Okay. Aber nee, ja, doch, mach ich. Also, ich mach quasi so eine Art Minigamescom, ne? Also, ich miet eine Halle. Ja. Verkauf Tickets, aber stell da eine Bar hin, stell da auch so Spielestationen hin. Ich lade Speedrunner ein, Musiker und so, die eine Mucke machen können auf einer Bühne. Okay, das ist und geil. Dann ab 22 Uhr fliegen alle U18 raus oder die mit Elternzettel dürfen bleiben und dann einfach Party bis Feierabend. Nice, ja, hab Bock. Okay, auf zur Odyssey. Okay, ich bin jetzt beim Triple Moon. Das haben wir gut getimed eigentlich. Ja, weil ich verkackt habe. Aber ich war bei der Odyssey, aber ich durfte nicht werfen. Ich muss mir erst... Ja. Ich wollte gerade werfen und dann musste mir diese Cutscene angucken. Okay. Mini-Dokumi im Hübi-Style. Ja, grundsätzlich habe ich Bock. Weißt du schon wo? Augsburg. Ah, okay. In Bayern. In Bayern, da gibt's ein Bierle. Jetzt kommt der Dragon. Dann ja, mach den ich kannst du machen. Ah, oh, da kann ich jetzt die Subs vorlesen. Sehr gut. Nice. Das ist wie bei wie heißt Games Done Quick, AGDQ, immer mit, jetzt haben wir Zeit für Donation. Ey, ich habe irgendwann auch mal Bock, irgendwie so ein Speedrun-Event in Deutschland zu machen. Ich liebe es, das zu gucken. Diese Streams sind so geil. Wir haben mal mit Red Bull so ein Mario Odyssey Speedrun-Event in Berlin gemacht. Das ist aber ein bisschen länger her. Was? Ja, das war 2018. Und da war Mario Odyssey Speedrunner und das war wirklich mit Moderation und so. Also ich habe unter anderem moderiert. Und schade, dass. Also ich fand das richtig geil, aber irgendwie macht so etwas keiner mehr. Richtig räudig. Ich meine, du brauchst ja nicht mehr viel. Du musst nur, sag ich mal, 3, 4 Speedrunner irgendwie an einen Ort bringen. So, du musst den vielleicht irgendwie dann Bahnfahrt und Hotel zahlen. Mhm. Bisschen Livestream-Equipment aufstellen und dann los geht's. Klar, wenn du da noch irgendwie Tickets hast und Leute da live vor Ort zugucken können, geil. Aber eigentlich ist es ja echt nicht so ein Aufwand.
So, aber jetzt, warte, ich lese mal kurz vor, ne? Ninja Fox, danke für deinen 4. Monat Prime. Ich habe meinen Nutzernamen angepasst. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Natürlich, Bruder. Vic, du hast doch Dunstar getroffen. Das ist der erste deutschsprachige Speedrunner Super Mario Odyssey aus Österreich. Der war, glaube ich, auch auf dem Event. Also, wenn es der ist, an den ich denke. Tschüss. Tschüss. Deutscher Speedrunner aus Österreich. Ich find's cool, dass einfach Benji, also Benji, ja, 64, der Erstplatzierte ist. Ja, und die Whatever ist Dritter. Der ist auch Deutscher. Das ist so krass. Germany und Mario 64. Das ist es. Es gibt drei 46 Minuten Zeiten bei 70 Sterne und zwei davon sind deutschsprachig. Mhm. Deutschland macht so das. Ja. Great, danke dir auch noch für die 5 Euro. Wicked Teig Taschen Family. Alter, was geht, Mann? Schön, dass du da bist. Rein in die Masse wie eine Teigwarentasche. Und Cobra Gamer, danke dir auch für den 16. Und Link, danke du auch. Beim wievielten Hit bist du? Jetzt kommt der letzte. Okay. Oh, du bist zu früh auf seine Schnauze gesprungen, aber passt. Und das war's. Der Drache ist so niedlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das als niedlich bezeichnen kann. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, Bro, ich liebe Nintendo dafür, dass sie so einen fotorealistischen Drachen in das Spiel eingebaut haben. Weil das halt so, also generell hat Mario Odyssey voll viele Sachen, die man einfach beim ersten Mal nicht kommen sieht. Zum Beispiel, wie Bowser's Kingdom aussieht. Ja. Es hat einfach so diesen gewissen Grad Dummheit oder diesen gewissen Grad Randomness. Beispiel, und das liebe ich in Videospielen. Das ist wie Sunshine mit diesem Buhu, den du auf einem Casino-Tisch besiegst oder wo du in einem lebensgroßen Flipper-Automaten bist oder sowas. So, du brauchst einfach diesen gewissen Faktor Randomness und der ist einfach geil, weil der formt so den Charakter des Spiels. Also klar, dieser King Buu in Mario Sunshine mit der Slot-Maschine, das ist schon random. Aber ich finde, bei Mario Odyssey ist es nochmal Next Level, weil du auf einmal bist du ein T-Rex, ein fotorealistischer, erwartet man ja nicht. Du bekämpfst schon einen fotorealistischen Drachen in Rune Kingdom, also das einfach aussieht wie Dark Souls. Dann bist du in Bowser's Kingdom, das ist einfach Japan. Also ja, und im Metro Kingdom laufen einfach echte Menschen rum. Ja, so, das allein ist auch das. So, das war ja im allerersten Trailer, da kam ja Mario aus diesem Gully gehüpft und war einfach in einer echten Stadt. Das war das Erste, was du vom Spiel gesehen hast. Ich dachte, das wäre so eine GTA-Mod. Das war so weird einfach. Wir sind ungefähr 200 Sekunden vorne. Mr. Waschbär, vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt, Greenbird. Die Kirby-Bosse sind da einfach auch gottlos. Hast du das neue Kirby gespielt? Leider nicht. Alter, der Endboss-Fight ist einfach Dark Souls. Das neue Kirby? Ja. Also das ganze Spiel ist unfassbar geil. Also es wird dir safe gefallen. Okay, du magst ja auch 3D-Jump-Runs, du wirst es lieben. So, also ich fand's auch. War mein erstes Kirby-Game, ich fand's großartig. Aber ach, du meinst das Forgotten Land? Ich dachte, du meinst das ganz, ganz neu. Nee. Das neueste erschienene. Okay. Wobei, da gibt es auch den Port wieder. Forgotten Land halt! Nee, da ist der feine Boss einfach Dark Souls. Also natürlich noch in chillig, aber vom Stil her also schon extrem schwer. Ich bin jetzt vor dir. Ich glaube, ich mache einfach wieder den Story-Mode. Ja. Jetzt wie vorhin. Nur ja, genau. Ohne Fehler. Nur ohne Fehler. Boah, das war knapp. Alex, 15. Juli. Ist zu 95% safe. Ist noch nicht 100% bestätigt. Wir warten noch auf den Mietvertrag. Aber die Bestellung ist schon raus. Wir haben auch schon die mündliche Bestätigung für die Location. Okay, diesmal habe ich das mit dem Vogel viel besser hinbekommen. Ah, da bist du. Ja. Wir müssen übrigens den Mond auf dem Dach nicht einsammeln. Wirklich? Weil ich sammle einfach, während du den Fight machst, am Spawn hinter der Odyssey den Mond ein. Okay, machen wir so. Ist einfach weniger fehleranfällig. Ja. Wie gibt es ein Raid, wenn ihr One-Player... Aber wen soll ich denn raiden? Übulator. Ich bin danach noch live. Du bist danach noch live? Nein, ja gut, dann raid ich dich einfach. Nicht raiden, nein. Raid irgendeinen kleinen. Kleine Streamer sind immer super. Die freuen sich. Spielst du da noch Mario Odyssey weiter? Nee, League. Bruh. Du bekommst sowas von kein Raid. Hey, liebe Wig-Zuschauer, wer von euch spielt League? Machst du Brudels? Ja. Okay. Aber scheiße, dann muss ich wieder warten.
Kann ich nicht aus Spaß die Linke bekämpfen? Ja, aber nicht, dass ich dann eine Animation kriege oder ja, so, die mich dann irgendwie rausjietet. Du schaffst das schon, Bro. Alles gut. Er ist nicht perfekt, aber Mini-Fehler. Es sieht aus, als würdest du gegen so einen Geist kämpfen. Das sieht richtig dumm aus. Ah, Ninja Fox, das weiß ich Bescheid. Ja, das ergibt Sinn. Okay, was mache ich so lange, Leute? Ist hier eigentlich eine unsichtbare Wand? Kann ich da einfach rüberspringen? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich eine unsichtbare Wand. So, ich will jetzt diesen Fight nicht verkacken, please. Okay, erster Hit setzt schon mal. Sehr gut. Okay, ich bereite mich mental auf den Mecker vor. Okay, ich hab mich vorbereitet. Ach, so schnell geht das bei dir? Ja. Okay. Guck Twitter. Okay, ich guck ganz kurz Twitter. Jubilator, was hast du mir geschrieben? Jubilator hat mir irgendwas Wichtiges geschrieben. Bitte stirb nicht, Bro. Nee, wird schwierig, Bruder, aber alles gut. Jubilator, ich hab... Ah, hier ist die DM. Bro, ich, als ob ich mir jetzt ein Video angucke. Warte kurz, ich schaue mir kurz ein YouTube-Video an. Ah, yes. Später vielleicht, über later. So, guck oder schau Twitter. Schau doch einfach kurz Titanic. Ja, warte kurz, ich mach kurz einen Reaction-Stream. Ist ja nicht so, als müsste ich in 2 Sekunden weiter. So, damit ist Bowserland für mich eigentlich durch, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, ich kann theoretisch noch mit dir hoch zum Robo-Runnen, einfach als Backup, sollte irgendwas passieren. Aber ich aktiviere den Robo-Fight halt nicht. Okay. Das Gute ist, dass wir irgendwie über 2 Minuten schneller sind als beim letzten Mal. Naja, aber das ist, du darfst doch nicht vergessen, du hast jetzt andere Timing-Punkte. Weil wir die ersten Runs unterschiedlich, also... Ja, so schnell, du, wir schneller als gerade eben, unterschiedlich. Achso, aber wir verlassen doch zu unterschiedlichen Zeiten die Königreiche, oder? Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, angeblich sind wir 2 Minuten schneller. Als vorhin generell. Schauen wir mal. Okay, also ich wäre jetzt auch da, aber der Weg nach oben hat geklappt, oder? Mhm. Okay, dann porte ich mich runter. Dann sammle ich den Mond hinter der Odyssee ein. Warte kurz, ich schaue mir kurz Herr der Ringe Extended an und dann können wir weiter runnen. Boah, ich muss unbedingt die Herr der Ringe-Filme wieder gucken. Ich habe die, also ich dachte immer, yo, ich bin voll der Herr der Ringe-Fan. Aber ich habe die immer nur geguckt, wenn die früher auf RTL im Fernsehen kamen. Seitdem nie wieder. So dumm eigentlich. Die sind so geil, die Filme. Okay, ich mache das jetzt mit den 5 Schritten. Ja. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Odyssey nur einen Scheinwerfer vorne hat. Wie fucking unbefriedigend sieht das denn aus? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also, das sieht ja so scheiße aus. Bruder, das sieht so dumm aus. Das ist... Ich bin so ein Vollidiot, das kann nicht sein. Kein Problem, wir schaffen es trotzdem. Ja, okay. Wir schaffen es trotzdem. Gib Gas, jetzt nicht Mental Breakdown. Ich gebe Gas, ja, alles gut. Ich bin an der Kuppel vorbeigesprungen. Oh, also ich habe die Stampfattacke gemacht und er hat die Stampfattacke neben der Kuppel gemacht. Ja. Die Hobbit-Filme fühle ich leider gar nicht. Also die sind ganz nett, aber die sind mir... Also ich weiß, die Herr-der-Ringe-Filme haben immer so einen gewissen kindlichen Faktor, so wenn halt irgendwelche Sachen krass geschnetzelt werden, was halt echt voll unlogisch ist. Aber in Hobbit wird mir das zu krass auf die Spitze getrieben. Hobbit ist mir... Da gibt's jetzt zu viel Plot-Armor. Die überleben mir zu viel krassen Scheiß, was einfach irgendwann keinen Sinn mehr gibt. Och, Warner nein. Hat neue Herr-der-Ringe-Filme angekündigt. Was? So. Wieso verkacke ich den Mecker immer? Das macht mich so wütend. Es müsste trotzdem. Wir sind trotzdem sehr gut vor der Zeit. Ja, trotzdem. Okay, hab ihn besiegt. Ich habe ihn trotzdem schneller besiegt als beim ersten Mal. Ja, und wir sind
Ich glaube immer noch eine Minute vor der Zeit circa. Wir haben jetzt 8 Minuten Zeit, um das Spiel durchzuspielen. Ja, also ich kann dir gleich einen genauen Stand sagen. Mhm. Ach, hast du es dir beim ersten Mal gemerkt? Nee, aber ich splitte mit. Ich splitte mit. Okay. Bis die einzelnen Länder. Okay, warte. Ich sag Bescheid, wenn ich den eingesammelt habe. Oh, das ärgert mich so sehr. Okay, hab eingesammelt. Okay, let's go! Let's go, Bro. Das ist dein Moment. Okay, jetzt darf ich nicht verkacken wie vorhin. Weiß jemand aus dem Chat, wie viel schneller wir sind ungefähr? Ich kann es dir gleich sagen, warte. Sobald ich Blackscreen habe, kann ich es dir sagen. Okay. Aber die Zwischensequenz dauert, ich glaube, circa 1,11 oder 1,10. Echt? Auf einmal wieder weniger? Ja, warte. Dabei lief Bowser's Kingdom eigentlich schneller. Zack, 1,9 sind wir vorne, ja. Ist okay, ist okay. Ja. Warst du aber eine Harry Potter Serie angekündigt? Nee, oder? Laber nicht, das hätte ich doch mitbekommen. Ich hoffe, du schaffst Moon Kingdom beim ersten Mal. Ich schaff das. So, jetzt keine Fehler, Freunde. Aber wo sind wir langsamer geworden? Ich weiß es nicht. Ich muss mich konzentrieren. Nein, wie gesagt, du vergisst, du splittest in so einem Run immer zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Weil wir haben jetzt andere Splits als vorhin. Ja, true. Okay, den Jump habe ich diesmal viel besser hinbekommen. Den ersten. Boah. Ja, scheiße. Okay, Moon Skip first try. Nice. Same. Sehr geil. Jetzt nicht Bowser verkacken. Bitte nicht Bowser verkacken. Übi, das hast du schon ungelogen 200 Mal gemacht. Okay, läuft bis jetzt gut. Ja, bei mir auch. Nice. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade beim zweiten Leben, wo er zweimal spinnt, schon versucht, nach dem ersten Spin zu schlagen, aber es hat noch geklappt. Hat noch geklappt. Nice. Aber nee, warte mal, das wird ultra knapp, fällt mir gerade auf. Warum? Obwohl, nee, wir haben hier einen fetten Timesave. Wir sind ja 1:10 vorne. Und vorhin waren wir jetzt circa 1 Minute langsamer. Ja. Aber ich habe ja fett viel Zeit hier verloren und es ist ja meine Zeit, die ich splitte. Das stimmt. Also ich hab hier einen riesen Timesave drin. Please. Okay. Hast du ihn besiegt? Oh, ja, hat mein erster Spin, zweiter, dritter. Also ich muss keine Hüte mehr holen. Okay, nice. Okay, hab ihn besiegt. Okay, meiner springt jetzt auch zum letzten Mal. Hallo, wie oft will er noch Feuer machen? Ich glaube, beim ersten Mal 5 und beim zweiten 7 Mal, glaube ich. Bro, der macht immer. Endlich springt er weg. Ach du Scheiße, was war das denn? Weil er immer das Feuer abgebrochen hat, glaube ich. Ach so, okay. Wenn er das Feuer kann so abbricht. Kann man das abbricht. Manipulieren? Ah. Four Cycle, ja.
Ärgerlich. Egal, ich hab ihn besiegt. Let's go. Oh, ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Das war viel zu lange, Schwarz. Oh mein Gott, habe ich Angst bekommen. Ich bin übel fokussiert gerade. Es tut mir leid, dass ich zu wenig kommentiere. Alles gut, Bro. So, XD-Skip, los geht's. Warum heißt es eigentlich XD? Keine Ahnung, weil es lustig ist. Okay, XD. XD. All die Zeiten, dass XD noch cool war im Internet. Als es noch keine Emojis gab. Warum hat die jetzt dieser Triple Jump nicht gezählt? Du kannst es auch mit einem Double Jump machen. Ja, ja, schon. Aber ich dachte mir, ja, ich mache einfach einen Triple Jump. Scheiß drauf. Naja. Ja. Danke, Brille. Bist du im letzten Raum? Ja. Oh. So. Okay, ich bin jetzt auch im letzten Raum. Okay, ich greife die letzte Säule an. Easy, Digga! Was? 56, 55 oder so müssen wir schaffen? Ja. Easy, Digga! Hast geschafft? Vielleicht sogar Sub 56, oder? Oder? Ah! Wird das... Ah! Verdammt! Nein, ich glaube, es hat ganz knapp über 56, aber oder? Aber egal. Oder? Nein, nicht unter... Oh, no! Putz! 56,2! Let's go! Let's go! Und bei mir dauert es ein bisschen länger, I guess. Alter, du bist einfach der Routenkönig, Vic. Ich würde deine Füße küssen, wenn du hier wärst. Okay, ich kann es auch noch schaffen. Ja, ich schaff's auch, ich schaff's auch. Die Sache ist, wir haben sowieso gewonnen, aber für die Genugtuung will ich das auch schaffen. Und 56,39. Wir haben es geschafft, Let's Bro! Go! Wir haben es geschafft! Wir haben den Weltrekord. Also klar, wir haben zu zweit gespielt, aber wir haben den Weltrekordhalter gemeinsam. Gemeinsam besiegt. Mit der Kraft der Freundschaft! Ja. Ey, der Run lief richtig gut. Außer Mecker. Ja. Ja, und ich habe auch den beim Brutal Fight habe ich einmal bei der Dame verkackt. Ja. Da habe ich einmal die Bombe nicht getroffen. Ich überlege gerade, wenn ich den Mecker nicht verkackt hätte, hätten wir 55 oder 54. Aber egal, wir haben es geschafft. Ja. Ja. Boah. Das war geil. Das war geil. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Ja,